und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Ich war heute ganz schnell beim Rewe. Es ist auch nicht so viel mitgekommen. Wir fangen an mit ein paar Trauben. Denn meine Trauben sind so gut wie leer, beziehungsweise sie sind in der Tiefkühltruhe, damit ich sie naschen kann. Schön eisekalt. Und rote Trauben schmecken mir dabei am besten, deswegen habe ich nochmal rote Trauben mitgenommen. Dann habe ich noch eine grüne Gurke mitgenommen. Dann habe ich noch zwei Pfirsiche mitgenommen. Und ich habe hier so ein paar Snack-Paprikas mitgenommen. Da ist so eine dunkle drin, eine orange und drei grüne. Ne, zwei grüne. Oder? Ne, doch drei grüne. Ja, extrem knackig und schmackhaft. Ich bin sehr gespannt. Schmeckt bestimmt richtig lecker. Kann ja auch nur, ist ja schließlich Paprika. Ansonsten habe ich noch Banane da und so, deswegen brauchte ich da jetzt nichts weiter. Genau, so, machen wir weiter. Und zwar habe ich 6 Bio-Eier mitgebracht. Dann habe ich einen Miree pikante Kräuter mitgebracht. Dann habe ich Buko-Creme zum Verfeinern mitgenommen. Daraus mache ich eine Soße. Das hätte ja ein LKW lang. Okay. Dann habe ich Buttermilchjoghurt mitgenommen. Und zwar 4 Stück an der Zahl. 3-mal mit Kirsche und 1-mal mit Erdbeere, weil sie kein 4. Mal Kirsche hatten. Also den da habe ich mitgebracht. So, dann habe ich noch Erbsen und Möhrchen mitgebracht. Dann haben wir noch Gurkensticks mitgebracht. Haben mich alle meine aufgegessen. Dann habe ich noch ein Apfelmus mitgebracht. Einmal Kochsahne habe ich mitgebracht. Dann war Pappschalenfisch im Angebot. Habe ich einmal Brokkoli und einmal Bordelais mitgebracht. Dann haben wir noch einmal vegane Nuggets mitgebracht. Stimmt, wir haben 2-mal vegane Nuggets mitgebracht, aber halt vegane Nuggets haben wir 1-mal mitgebracht. Und noch Westernfritten haben wir mitgebracht. Also diese hier, die sind nämlich auch richtig gut im Airfryer. Dann habe ich noch einmal Hähnchen mitgebracht. Und dann haben wir noch neuen Sirup mitgebracht. Und dann war da so ein einmal so ein Schild und so Aufkleber, dass man pro Flasche 1 € Rabatt bekommt. Und dann habe ich natürlich auch mitgenommen und an die Kasse gebracht. Und da hat das nicht funktioniert. Das fand ich vielleicht. Sie meinte, ja, aber da steht ja auch nicht Rewe Center drauf. Sag ja, das ist ja nicht mein Problem. Das war halt da an dem Regal dran. Ist nicht weiter schlimm. Habe ich halt 1 € mehr bezahlt. Macht nichts. Ne? Aber sie meinte, ja, also dann muss ich mal gucken, dass sie das auch wegräumt, weil ist ja sonst, ja, da kommen ja dann mehrere und da funktioniert das dann nicht. Und das wäre ja irgendwie blöd. Genau, das war es auch schon, was wir gekauft haben. War nicht so viel, aber unser Wochenende ist quasi gerettet, was Essen angeht. Falls wir das alles so machen, ich weiß es gar nicht so genau. Aber mal gucken. Am Sonntag sollen nur 22 Grad werden. Ich bin gespannt, ob das wirklich so wird. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz wundervollen Donnerstag. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis dahin, pass schön auf dich auf und bis ganz bald. Tschüss!